Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Forza 5 Let's Plays. Ich bin Rektalin, ihr schaut Replay Games for You. Wir kehren zurück auf eine der ältesten Rennstrecken der USA, den Sebring International Raceway. Schon wieder. Macht doch gar keinen Sinn. Naja, was soll's. Dann fahren wir eben nochmal auf der Strecke. Aber zweimal auf der gleichen Strecke hintereinander, macht das Sinn? Irgendwie nicht. Komisch. Komisch, aber wenn die Rennleitung sagt, so ist es, dann ist es halt so. Vielleicht können wir da wenigstens mal Platz 1 rausholen. Rennen starten. Hätte jetzt wenigstens so eine Art Event sein können oder sowas. So, los geht's. Wenn er nach links will, dann gucken wir halt, dass wir in der Mitte durchkommen. Bisschen angerempelt. Bisschen gebremst. Gucken, ob wir innen ran können. Nee, er macht zu. Und wir machen Scheiße. Macht aber nichts. Oder macht schon was. So. Nicht ganz so schlimm gewesen diesmal. Wie da das Heck von dem Auto nachgeladen hat. Ganz üble. Ganz übel, übel. Hässlich, hässlich. Volvo. Ein Volvo Supersportler. So, komm. Stöffche. Fahrerfeld ist noch relativ dicht beieinander. Wir sind Platz 10, haben zwei Rennrunden insgesamt wieder. Wie auch beim letzten Mal. Gucken, dass wir hier außen eventuell vorbeikommen. Und das schaffen wir auch. Sehr schön. Weiter Gas geben. Na, das wird nix. Runter gedrosselt. So, jetzt geben wir mal wieder Gas und greifen an. Super, es hat wunderbar funktioniert. Bisschen runter gehen. Lassen wir uns ein bisschen raustragen. Das hat auch gut funktioniert. So, wie viel sind wir? Sechster Platz. Das war scheiße. Macht aber nichts. Wir waren nur ganz kurz auf dem Gras. Keinem aufgefallen, sozusagen. Okay, das hat geklappt. Außen. Gucken, ob wir innen rankommen. Den hat es ein bisschen weit rausgetragen gehabt, aber die Beschleunigung macht es halt wieder wett. Gehen wir ein bisschen in den Windschatten. Meine Lieblingskurve. Na, da hätten wir beinahe die Bande geküsst hier, ne? Aber wunderbar bekommen. Sehr schön. So. Letzte Rennrunde müsste das sein. Ist es auch. Platz 3, das heißt Goldplatzierung haben wir sicher. Wir sehen auch Platz 2 und Platz 1. Das sind gute Voraussetzungen, um eventuell noch ganz vorne mit reinzukommen. Jawohl, so muss das sein. Gas, Gas, Gas. Ja, komm. Die kriegen wir noch. Spätestens, wenn es wieder kurvig wird. So wie da vorne gleich. Bisschen abbremsen. Und beschleunigen. Einer rausgegangen ein bisschen über die Begrenzung, über die Curves. So, weiter. Genau. Wupp. Ah, ich hasse es. Was spinnst du dir einen ab hier auf der Strecke? So. Ba. Gas geben. Es kann doch nicht sein, dass wir nur die Auspuffe sehen können. Bock auf Abgas riechen.
So, Stoff. Der eine ist rausgeflogen. Der erste. Und der bedrängt den zweiten. Das heißt, die haben uns quasi geholfen gerade. Und wir müssen uns selber helfen, indem wir kurz zurückspulen. Weil das war ja echt peinlich. So. Weiter geht's. Gucken wir, dass wir innen rankommen. Zweitplatz haben wir. Vielleicht kriegen wir auch noch den ersten. Sieht sogar... Scheiß weg. Sieht sogar relativ gut aus. So. Dann haben wir heute mal ein bisschen mehr zurückgespult als sonst. Aber dafür kriegen wir den ersten Platz. Wenn alles gut läuft. Jetzt ist natürlich hier die Gerade und der kommt natürlich angepäst hier. Wie das gibt's ja überhaupt nicht. Beide auch noch. Also die haben Motorleistung jenseits von Gut und Böse. So, auch wieder ein bisschen rausgekommen. Dafür gucken wir mal, ob wir es nicht in der Kurve ein bisschen besser hinbekommen. Zumindest als Platz 2. Na, zweiter Platz, dafür hat es doch gereicht. Der andere hat es einfach mit der Motorleistung wettgemacht. Wie ein Pfeil. So, dann gucken wir doch mal, wie die Bewertungen sind insgesamt. Wir müssten 3-4% abgezogen bekommen wegen den Rückspuleinlagen. Das sehen wir jetzt aber gleich. Abgeschlossen. Sehr gut. So. 6000. Gucken, was kriegen wir hier? Der hat es von gestern nicht gespeichert. Warum hat er das nicht gespeichert? Das macht doch gar keinen Sinn. Komisch. Würde ich sagen, machen wir gleich die nächste Runde. Wir kehren zurück zum Silverstone Circuit, der Heimat des britischen Motorsports. Damit wir auch ein bisschen weitergekommen sind heute und nicht nur das Rennen wiederholt haben. Auch wenn wir trotz allem besser abgeschnitten haben als gestern. Los, los, los. Ein bisschen schneller geht's. Schön kurvig in einigen Stellen, Silverstone. Ich denke, das wird uns ganz gut liegen. Die lange Gerade macht mir ein paar Sorgen. Aber so, jetzt haben wir keinen Einfluss drauf. Na, auf jetzt hier, komm. 3, 2, 1 und los geht's. So, wupp. Manche Gamertags sind schon echt Banane. Wie der unseres Kontrahenten. Gas geben, Gas geben. Ihr Säue. Komm. Nur weil sie hier stehen und sich gegenseitig kaputt rammen. Der will uns auch hier ein bisschen von der Strecke runter haben, der Hintermann. Da sorgen wir aber fast selber schon dafür. Gibt's doch gar nicht. Immerhin ist da vorne gleich wieder eine Kurve, da können sie uns nicht so arg abhauen. Und man kann natürlich in der Kurve auch immer nur begrenzt überholen. Außen zu überholen ist natürlich auch immer ein bisschen heikel, wenn man ganz an die Begrenzung fährt, dass man nicht rausfliegt. Aber man ja doch unter anderem mit der einen oder anderen Fliehkraft zu tun hat. Gute Kurve. Zwei Rennrunden gibt es nur. Da gucken wir doch mal, ob wir hier innen vorbeikommen. Hätten wir beinahe einen Abflug gemacht. Doch ein bisschen zickig, der Lotus hier. Sehr schön. Upp.
Oh, wow, da wurden wir angedatscht. Auch nur Platz 10 im Moment, ist nicht so geil. Komm, gib Stoff. Oh, überholt. Oh Mann. Nochmal überholt worden. Das ist das Problem bei uns. Wir kommen zwar von der Beschleunigung und so weiter her ganz gut dabei, aber letztendlich dann doch nicht so, dass wir gegen die hier anstinken können. Wir kommen ganz gut mit den Kurven klar und so weiter. Wenn es schön kurvig ist, ist auch alles kein Problem. Aber letztendlich Richtung geraden Strecken und wenn man dann wirklich mal ein bisschen die Pferdestärken ausspielen kann, da sind wir hier total im Eimer und das hier gefällt mir absolut gerade gar nicht. Das ist alles so eng hier und das kotzt mich an. So, dran vorbeigeschummelt. Gas geben, Gas geben. 10. Platz, letzte Rennrunde. Den kriegen wir innen, oder? Ja. Der hat abgebremst. Weiter. Gas geben. Okay, Platz 6. Und wir sehen die nächsten auch. Vielleicht kommen wir noch auf die Goldränge. Wäre natürlich spitze. Okay, das passt. Außen gucken, ob wir da rumkommen. Das haben wir geschafft. Platz 5. Ah, in die Seite gefahren. Die Sau. Passt perfekt. Weiter geht's. Okay, wunderbar. Ah, Platz 5 wieder. Haben sie uns schön ausgebootet. Oder ausgebootet vielmehr. Das ist die blöde Gerade. Zum Glück ist aber am Ende jetzt gleich eine scharfe Kurve. Kommen ganz gut ran. Unterbremsen. Sehr schön. Okay, weiter. Passt. Wunderbar. Sind wir nur Silberplatz oder wie auch immer, eine Silberplatzierung. Ich glaube, Platz 4 haben wir am Ende gehabt. Nicht so geil, aber was soll's. Durch ist durch. Genau, das passt. So. Fortsetzen. Und dann machen wir einen Cut an der Stelle. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Wir kehren